Wo ist deine Decke? Ja, guten Morgen, Leute. Ich kann mich überhaupt noch nicht zeigen. Ich bin erkältet und ich habe irgendwie in der Nase eine Entzündung. Ich weiß auch nicht, wie das passieren könnte durch den Wind oder ja, keine Ahnung. Jetzt habe ich da Wundschutzcreme reingemacht, also richtig in der Nase drin an der Seite. Hatte ich so eine offene Wunde und ja, die tut übelst weh. Ja, ich habe euch es ja ganz kurz morgens gezeigt im Video. Deswegen kann ich mich erst später filmen, wenn ich mich gewaschen habe und ja, die Creme da weggemacht habe. Das würde ich euch jetzt nicht antun. Genau, da würde ich einfach sagen, wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß bei meinem Video. So, ich bereite morgens schon immer alles vor, mache die Betten und ja, bereite schon mal Wäsche vor, die ich später anmache, mache ein bisschen grob sauber. Ich koche jetzt malig eine Karotte und ein bisschen Kartoffel. Wenn ich kein Gläschen mehr habe, muss ich später holen. Wer ist am Zicken? Oh, wer zickt? Ja, Mauer. So, Leute, ich will diese Creme in der Nase. Ich kann nicht anders, tut voll weh, wenn ich das wegmache. Ich glaube, heute müsste mich das so ertragen. Ich kann mich zwar selbst nicht ernst nehmen, aber ehrlich, kann ich mir, ne? Das ist so offen drin. Ne? Ich mache ganz schöne Wäsche, wenn man spazieren, wie ihr gesehen habt, und kurz einkaufen, Kleinigkeiten. Heute gibt es Hähnchenschenkel und so Ofenkartoffel. So schon diese. Ich sehe gerade, ich habe geredet und da war schon Speicherkarte voll. Ja, das habe ich gesagt, Luis kommt auch schon bald von der Schule. Ich muss nichts kochen, einfach nur alles in die Heißluftfritteuse. Hähnchen, Schenkel, Kartoffel. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr alles mitbekommen habt. Weil meine Karte war voll. So, oh, jetzt habe ich einen Socke vergessen. Oh. Mir ist es so unangenehm, so zu filmen. Aber ja, so ist das manchmal. Ne? Ich glaube, das ist vom Wind. Habe ich so eine Entzündung bekommen. Schrecklich. Ich hatte sowas noch nie. Mir ist es so unangenehm, so zu filmen. Aber ja, so ist das manchmal. Ne? Ich glaube, das ist vom Wind. Habe ich so eine Entzündung bekommen. Schrecklich, ich hatte sowas noch nie.
kleines Baby. So, ich habe jetzt schon mal die Hähnchenschenkel gemacht mit Knoblauch, Mayonnaise. Hier habe ich alles schön gewürzt mit Salz und Pfeffer. Jetzt lasse ich das ein bisschen ziehen und später ja, mache ich die in die Heißluftfritteuse. Ich hoffe, das klappt, weil wir ja noch keinen Backofen haben. Für Malik habe ich auch sein Karotten und Kartoffeln gemacht. Ja, ich werde jetzt, ach, diese Nase, ich werde jetzt hier ein wenig aufräumen und ja, ich filme halt nicht so viel, mein Freund ist zu Hause, er ist jetzt zwar auf dem Balkon, so vor ihm ist es mir noch komisch zu filmen. Sorry. Und gerade wurde mir auch richtig, hatte ich richtig Kreislauf, wurde ich ihn vom blass und musste mich kurz hinlegen. Ich habe mich voll schwach gefühlt. Ja, würde ich einfach sagen, melde ich mich später. So Leute, mein Bruder ist jetzt kurz zu Besuch gekommen, wir haben gegessen, beziehungsweise die Männer. Ja, ich warte jetzt auf Luis, der kommt jetzt gleich nach Hause, dann esse ich mit ihm. Was sorry, ey, mit seiner Nase. Genau, und dann werde ich auch einmal durchsaugen. Wie gesagt, heute spinnt mein Kreislauf irgendwie. Ja, ist mir ganz schwindelig und müde. Ja, keine Ahnung, ihr wisst ja, bei mir zur Zeit irgendwie geht das wieder ein bisschen ab, mein Körperzustand und meine Psyche. Aber muss ich auch durch. Muss gleich auch noch eine Wäsche abhängen. Malik schläft noch. Ja, und ein bisschen halt Haushalt machen, wie immer. Ja, so laufe ich heute rum. Chillig. Luis ist da. Sascha ist bei uns. Malik schläft. Warum weißt du das? Aus dem Balkon gesehen. Er sagt, ich warte schon ganz auf Luis. Er freut sich auf dich. Luis und mein Bruder sind unzertrennlich, ne Luis? Oh, ja? Wenn wir da in den Keller gehen. Was da? Das ist alles voll, weißt du doch. Wegen dieser Käppi. So, der Kleine trinkt jetzt gerade seine Milch. Trink, Kleine. Trink. So, mein Bruder ist jetzt auch weg. Wir saßen ein bisschen, alle gegessen. Ja, mein Freund ist jetzt joggen gegangen. Ich werde jetzt auch gleich ein bisschen hier aufräumen. Wir haben es jetzt aber auch schon 17 Uhr. Ich muss das Video auch langsam bearbeiten, sonst kommt das nicht online. Ja, muss ich alles vom Tisch wegräumen. So ist es immer. Ich räume das immer erst abends weg, weil bringt nichts. Er spielt ja eh noch. Gleich. Ja, muss wieder Geschirr waschen, aber ich mache das immer zum Abend alles. Dann gehe ich, wenn alles sauber ist, schlafen. Ja, setze mich hier auch gleich am Computer und werde das Video für euch schneiden, bearbeiten. Genau, ist glaube ich ein kurzes Video geworden, aber besser als gar nichts, würde ich sagen. Oh, das sieht so aus, ne? Ich komme darauf nicht klar. Ich hoffe, das geht die Tage jetzt weg. Ja, spazieren gehe ich heute nicht mehr. Habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Gehe heute Abend heiß baden. Ja. Mach wie immer Haushalt und das war's. Da würde ich einfach sagen, hoffe ich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Lasst Feedback da, einen Daumen nach oben. Und jetzt sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Und abonniert fleißig meinen Kanal, würde ich mich freuen. Ciao.